Mein Thema heute ist ein ganz anderes. Und zwar hatte ich es gestern schon mal kurz angesagt, habe mich ein bisschen in den Zahlen vertan. Gestern habe ich gesagt, vor fast 100 Jahren. Nein, es waren gestern genau 50 Jahre. 50 Jahre, wo ein Mann aus dem Leben gerissen wurde, auf den die ganze Welt viel gesetzt hat. Und das war eines dieser unglaublich üblen Geschichten, die seitdem als Insiderjob eigentlich bekannt sind. Und wir wissen auch alle, warum und wer es war. Es war kein geringerer wie John Fitzgerald Kennedy, JFK. Wir blenden da einmal ein paar Bilder ein für die Jüngeren, die sich vielleicht nicht mehr an ihn erinnern können. Und da sehen wir, wie gesagt, das ist John F. Kennedy, den Sie hier da sehen. Ein wahnsinnig interessanter Mann. Das war er, wenn er gesprochen hat. Und alle Menschen waren von ihm fasziniert, weil er eine klare und eindeutige Linie hatte, die Dinge auf den Punkt zu bringen, die Dinge zur Sprache zu bringen. Hier sehen Sie ihn zum Beispiel damals mit Willy Brandt. Ich glaube, das war in Berlin, wenn ich mich recht erinnere, 26. Juni 1963. Da schauen wir mal hinein. Jawohl. Alle freien Menschen sind Bürger dieser Stadt. Und das war eine der berühmtesten und wunderbarsten Gelegenheiten, wo wir in Deutschland auch ihn einmal live sehen konnten und zur Kenntnis nehmen, was dieser Mann zu sagen hat. Ja, liebe Zuschauer, ich will Ihnen aber hier keine Bilder zeigen. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, er hat vor gar nicht allzu langer Zeit, nachdem er in Berlin war, hat er eine Rede gehalten. Diese Rede finden Sie fast nirgends mehr. Sie ist auch aus vielen Archiven verschwunden, weil man natürlich nicht will, dass das, was er gesagt hat, wenn wir das heute nachvollziehen würden, wäre es dann so, als würde er heute noch unter uns sein und würde heute noch diese Dinge, die er damals gesagt hat, eigentlich missbilligen. Und wenn wir genau hinschauen, das, was er damals gesagt hat, und das möchte ich Ihnen heute zur Kenntnis bringen, das stimmt nach wie vor. Und wir haben nichts dazugelernt, in 50 Jahren nicht. Und wir lassen uns immer mehr durch Manipulationen und durch unlautere Dinge in einen Strudel hineinziehen, der zum Nachteil aller Menschen ist, der zum Nachteil auch oft derer ist, die denken, sie können da am oberen Rand des Wassers mitschwimmen. Ihnen steht's noch nicht bis Oberkante, Unterlippe. Aber hören Sie einmal selbst, was John F. Kennedy da gesagt hat. Und zwar 63, nein, am 27. April. Aber schauen wir selbst. Die Quelle ist ein Blog, lupocativoblog.com. Die Quelle steht oben drüber. Finden Sie auch dann immer in den Anhängen auf unseren YouTube-Beiträgen. Die Rede von John F. Kennedy, die Rede, die John F. Kennedys Schicksal besiegelte. Am 27. April 1961 hielt John F. Kennedy in New York vor den wichtigsten Zeitungsverlegern des Landes eine Rede, von der sie vermutlich noch nie etwas gehört und mit Sicherheit noch nie etwas in der Mainstream-Presse gelesen haben. Diese Rede von einem der berühmtesten, beliebtesten, charismatischsten, mutigsten und scheinbar mächtigsten Männer dieses Planeten ist so wichtig, dass ich sie ab der entscheidenden Stelle fast komplett in Deutsch abdrucke. Das englische Original finden Sie auf der Website der JFK-Bibliothek. Auch diesen Link, liebe Zuschauer, finden Sie dann auf unserem YouTube-Beitrag. Ich möchte über unsere gemeinsame Verantwortung im Angesicht einer Gefahr reden, die uns alle betrifft. Die Ereignisse der letzten Wochen haben vielleicht geholfen, diese Herausforderung für einige zu erhellen. Aber die Dimensionen der Bedrohung waren seit Jahren am Horizont zu erkennen. Was auch immer unsere Hoffnung für die Zukunft sind, diese Bedrohung zu reduzieren oder mit ihr zu leben. Es gibt kein Entkommen vor ihr, weder vor der Schwere noch vor der Totalität ihrer Herausforderung für unser Überleben und unsere Sicherheit. Es ist eine Herausforderung, die uns auf außergewöhnlichste Weise in jeglicher Sphäre menschlicher Aktivität konfrontiert. Diese tödliche Herausforderung
stellt an unsere Gesellschaft zwei Anforderungen, die den Präsidenten und die Presse direkt betreffen. Zwei Ansprüche, die fast widersprüchlich zu sein scheinen, die aber in Einklang gebracht und denen wir gerecht werden müssen, damit wir dieser nationalen und großen Gefahr begegnen können. Ich spreche zuerst über die Notwendigkeit weit größerer öffentlicher Information und zweitens über die Notwendigkeit weit größerer amtlicher Geheimhaltung. Allein das Wort Geheimhaltung ist in einer freien und offenen Gesellschaft unannehmbar. Und das Volk sind wir von Natur aus und historisch Gegner von Geheimgesellschaften, geheimen Eiden und geheimen Beratungen. Wir entschieden schon vor langer Zeit, dass die Gefahren exzessiver, ungerechtfertigter Geheimhaltung sachdienlicher Fakten die Gefahren bei weitem überwiegen, mit denen die Geheimhaltung gerechtfertigt wird. Selbst heute hat es wenig Wert, den Gefahren, die von einer abgeschotteten Gesellschaft ausgehen, zu begegnen, indem man die gleichen willkürlichen Beschränkungen nachahmt. Sicher, selbst heute hat es kaum Wert, das Überleben unserer Nation sicherzustellen, wenn unsere Traditionen nicht mit ihr überleben. Und es gibt die schwerwiegende Gefahr, dass ein verkündetes Bedürfnis nach erhöhter Sicherheit von den Ängstlichen dazu benutzt wird, seine Bedeutung auf die Grenzen amtlicher Zensur und Geheimhaltung auszuweiten. Ich beabsichtige nicht, dies zu erlauben, soweit es in meiner Macht steht und kein Beamter meiner Regierung, ob sein Rang hoch oder niedrig sei, zivil oder militärisch, sollte meine Worte von heute Abend als Entschuldigung dafür interpretieren, die Nachrichten zu zensieren, Widerspruch zu unterdrücken, unsere Fehler zu vertuschen oder von der Presse oder der Öffentlichkeit Fakten fernzuhalten, die sie zu wissen begehren. Aber ich bitte jeden Herausgeber, jeden Chefredakteur und jeden Nachrichtenmann der Nation, seine Gepflogenheiten erneut zu untersuchen und die Natur der großen Bedrohung für unsere Nation wahrzunehmen. In Zeiten des Krieges teilen Regierung und Presse für gewöhnlich das Bemühen, hauptsächlich auf Selbstdisziplin beruhend, nicht autorisierte Enthüllungen an den Feind zu vermeiden. In Zeiten von deutlich und präsenter Gefahr haben selbst die Gerichte entschieden, dass sich sogar die privilegierten Rechte des ersten Verfassungszusatzes der nationalen Notwendigkeit öffentlicher Sicherheit unterordnen müssen. Heute ist jedoch kein Krieg erklärt worden. Und wie heftig der Kampf auch sein mag, vielleicht wird er nie in traditioneller Weise erklärt werden. Unsere Lebensweise wird angegriffen. Jene, die sich selbst zu unseren Feinden gemacht haben, schreiten rund um den Globus voran. Das Überleben unserer Freunde ist in Gefahr. Dabei ist bisher kein Krieg erklärt worden, keine Grenze wurde von Truppen überschritten, kein Schuss ist gefallen. Wenn die Presse auf eine Kriegserklärung wartet, bevor sie die Selbstdisziplin unter Kampfbedingungen annimmt, so kann ich nur sagen, dass kein Krieg jemals eine größere Gefahr für unsere Sicherheit darstellte. Wenn sie auf einen Beweis deutlich und präsenter Gefahr warten, dann kann ich nur sagen, dass die Gefahr niemals deutlicher und ihre Präsenz niemals spürbarer war. Es bedarf einer Änderung der Perspektive, einer Änderung der Taktik, einer Änderung der Mission seitens der Regierung, seitens der Menschen, von jedem Geschäftsmann oder Gewerkschaftsführer und von jeder Zeitung. Denn wir stehen rund um die Welt einer monolithischen und ruchlosen Verschwörung gegenüber, die sich vor allem auf verdeckte Mittel stürzt, um ihre Einflusssphäre auszudehnen. Die Infiltration anstatt Invasion, auf Unterwanderung statt Wahlen, auf Einschüchterung anstatt freier Wahl, auf nächtliche Guerilla-Angriffe anstatt auf Armeen bei Tag. Es ist ein System, das mit gewaltigen menschlichen und materiellen Ressourcen eine eng verbundene, komplexe und effiziente Maschinerie aufgebaut hat. Die militärische, diplomatische, geheimdienstliche, wissenschaftliche, wirtschaftliche und politischen Operationen kombiniert. Ihre Pläne werden nicht veröffentlicht, sondern verborgen. Ihre Fehlschläge werden begraben, nicht publiziert. Andersdenkende werden nicht gelobt, sondern zum Schweigen gebracht. Keine Ausgabe wird in Frage gestellt, kein Gerücht wird gedruckt, kein Geheimnis wird enthüllt. Sie dirigieren den Kalten Krieg mit einer kurz gesagt Kriegsdisziplin, die keine Demokratie jemals aufbringen, erhoffen oder wünschen könnte. Kein Präsident,
sollte eine öffentliche Prüfung seines Programms fürchten. Denn aus so einer Prüfung kommt Verstehen und von Verstehen kommt Unterstützung oder Opposition. Und beides ist notwendig. Ich bitte Ihre Zeitungen, nicht die Regierung zu unterstützen, aber ich bitte Sie um Ihre Mithilfe bei der enormen Aufgabe, das amerikanische Volk zu informieren und zu alarmieren, weil ich vollstes Vertrauen in die Reaktionen und das Engagement unserer Bürger habe. Wenn Sie über alles uneingeschränkt informiert werden, ich will die Kontroversen unter Ihren Lesern nicht nur ersticken, ich begrüße Sie sogar. Meine Regierung will auch ehrlich zu Ihren Fehlern stehen, weil ein kluger Mann einst sagte, Irrtümer werden erst zu Fehlern, wenn man sich weigert, sie zu korrigieren. Wir haben die Absicht, volle Verantwortung für unsere Fehler zu übernehmen und wir erwarten von Ihnen, dass Sie uns darauf hinweisen, wenn wir das versäumen. Ohne Debatte, ohne Kritik kann kein Regime und kein Land erfolgreich sein und keine Republik kann überleben. Deshalb verfügte der athenische Gesetzgeber Solon, dass es ein Verbrechen für jeden Bürger sei, vor Meinungsverschiedenheiten zurückzuweichen. Und genau deshalb wurde unsere Presse durch den ersten Verfassungszusatz geschützt. Die Presse ist nicht deshalb das einzige Geschäft, das durch die Verfassung spezifisch geschützt wird, um zu amüsieren, unsere Leser zu gewinnen, nicht um das Triviale und Sentimentale zu fördern, nicht um dem Publikum immer das zu geben, was es gerade will, sondern um über Gefahren und Möglichkeiten zu informieren, um aufzurütteln und zu reflektieren, um unsere Krisen festzustellen und unsere Möglichkeiten aufzuzeigen, um zu führen, zu formen, zu bilden und manchmal sogar die öffentliche Meinung herauszufordern. Das bedeutet mehr Berichte und Analysen von internationalen Ereignissen, denn das alles ist heute nicht mehr weit weg, sondern ganz in der Nähe und zu Hause. Das bedeutet mehr Aufmerksamkeit für besseres Verständnis der Nachrichten sowie verbesserte Berichterstattung und es bedeutet schließlich, dass die Regierungen auf allen Ebenen ihren Verpflichtungen erfüllen muss, sie mit den bestmöglichen Informationen zu versorgen und dabei die Beschränkungen durch die nationale Sicherheit möglichst gering zu halten. So ist es, die Presse, die Protokollführerin der Taten des Menschen, die Bewahrerin seines Gewissens, die Botin seiner Nachrichten, in der wir Stärke und Beistand suchen. Zuversichtlich, dass mit ihrer Hilfe der Mensch das sein wird, wozu er geboren wurde, frei und unabhängig. Das ist die Wahrheit. Die wichtigste Rede eines großen Mannes können Sie mir verraten, warum sie nirgends abgedruckt wird, obwohl sein Publikum die Zeitungsverleger waren. Als ich die Rede zum ersten Mal las, konnte ich nicht glauben, dass sie echt war. Ich habe sie dann auf YouTube gehört und es klang nach Kennedy. Aber das ist noch kein Beweis. Doch dann habe ich sie auf den offiziellen Website der Kennedy-Bibliothek gefunden, im nach Datum geordneten Online-Archiv für Reden. Da unten sehen Sie die Webadresse http oder www.jfklibrary.org. Ich lasse das noch einen Moment stehen, dass Interessierte sich diesen Link abschreiben können. Wir schauen mal, ob wir das etwas größer machen können. So, hier sehen Sie es jetzt besser. www.jfklibrary.org. Library. Und dann da hinten Historial Resources Archives Reference.desk Speeches. Finden Sie das Stück unter The President and the Press, addressed before the American Newspapers Publishers Association, 27. April 1961. Und dann schreibt der, der mir das geschickt hat, liebe Kollegen, seid ihr alle zu feige, das zu drucken? Hält euch irgendjemand davon ab? Da die Authentizität der Rede unumstritten ist, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder Kennedy war paranoid oder es gibt wirklich eine Verschwörung. Macht diese Rede oder sein Handeln in den Jahren bis zu seinem Tod einen paranoiden Eindruck? Wirkt Kennedy nicht eher umsichtig, nachdenklich, besorgt, trotzdem aber auf ein gutes Ende hoffend? Er hat sich getäuscht. Bis heute sind weder seine Ermordung noch die von ihm angesprochene Verschwörung aufgedeckt. Dafür darf sich seit 47 Jahren und länger jeder investigative Journalist als paranoider Verschwörungstheoretiker beschimpfen lassen. Ja, liebe Zuschauer,
Das war eine Rede, die mir unglaublich ans Herz ging und die mich sehr nachdenklich gemacht hat.